So Leute, grüß euch, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Und zwar werden wir heute eins unserer Lieblingsgerichte kochen, und zwar Lachs mit Gemüse und Süßkartoffeln. Welche Zutaten brauchen wir jetzt genau? Das schauen wir uns gleich mal an. Mit Liebe, was ich mit Liebe hingeschmissen habe. Kostet eh nichts, was denn? Schmeiß mir hin! Nimmst du die gelbe Paprika, machst du morgen dein Bett auf. Du hast keine Ahnung mehr von diesem Gericht. Nimmst du noch die rote Paprika, dann bleibst du im Wunderland. Und ich zeige dir die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus. Also. So, wir haben jetzt einmal den Lachs schon aus der Verpackung rausgeholt, auf dieses Teller da getan. Jetzt werden wir ihn erst einmal mit Salz überstreuen. Dann hätte ich gesagt, es geht ans Gemüse schneiden. Und los geht's. Was wir noch vergessen haben, ist natürlich eine Zwiebel bzw. wir haben da eine Schalotte, aber die schneiden wir auch dazu. Also wenn wir die Süßkartoffel geschnitten haben, dann tun wir sie in einen Topf rein und tun sie zuerst in heißem Wasser ganz leicht vorkochen, damit sie dann danach erst in die Pfanne eingekocht werden, weil sonst brauchen sie einfach immer so lange. Und wirklich nur die Kartoffeln mit Wasser bedecken, die braucht ihr den ganzen Topf jetzt voll machen, deswegen. Ja. Dann brauchen wir natürlich Olivenöl für die Pfanne zum Braten. Und dann starten wir. Geben wir Gas. Die Pfanne haben wir erhitzt und dann Öl in die heiße Pfanne tun. Also zuerst haben wir die Hautseiten angebraten und da auf einer höheren Stufe für ungefähr 1,5 bis 2 Minuten. Dann habe ich den Lachs umgedreht und dann bei der Stufe zurückgeschalten auf Stufe 4 ungefähr. Und wenn man jetzt auch sieht, beim Lachs kommt schon langsam da das Eiweiß und das Fett raus. Und dann weißt du, es ist bald Zeit. So, und das war schon der ganze Zauber. Jetzt haben wir unser Gericht fertig. So schaut dann das Endprodukt aus. Und glaubt mir Leute, es schmeckt wahnsinnig gut. Probiert das Rezept auf jeden Fall aus. Schreibt uns in die Kommentare darunter, wie es euch geschmeckt hat. Und dann hätte ich gesagt, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt stark und vor allem hungrig. Euer Strongman Hachi. Ciao. Mega gut. Und so schaut's aus, wenn wir ein Video gefilmt haben, was für ein Vergnügen wir danach noch haben. Oh ja. Danke fürs Zuschauen.